Der Längenfels, glaube ich, ist ganz ideal in der Mitte des Ötztales gelegen. Da, wo das Tal noch richtig breit und weit ist. Wir haben zwar keine Aufstiegshilfen, aber ich sehe das eher als Vorteil, denn es ist ja kein Problem, zum Lift auf Hochötz zu fahren, eine Viertelstunde. Und genauso weit ist es ins Hinterötztal zu den Bergbahnen von Sölden, Obergurgl, Hochgurgl. Was wir haben, sind wunderschöne Talwanderwege oder Panoramawege. Ja, wir haben uns überlegt, es kommen oft die Gäste zu uns ins Büro mit ihren Kindern, auch Familie, und fragen, was kann man für 2-3 Stunden jetzt in Längenfeld machen. Und wir haben da sogenannte Kraftplätze geschaffen. Das sind im Zeitfenster von maximal 2 Stunden leicht erreichbare Wanderwege auf einer Höhe von maximal 1500 Meter. Und diese Kraftplätze sind einerseits strahlen sie eine gewisse, wie der Name schon sagt, eine innere Kraft aus, sei es durch die landschaftliche Schönheit, sei es durch die Besonderheiten, die man erleben kann, zum Beispiel den Sagenweg zum Feuerstein oder die Aussichtsplattform unterhalb des Lehner Wasserfalles oder der Adlerblick auf der Sonnenseite. Alles besondere Plätze, wie gesagt, die man in kürzester Zeit vom Zentrum aus in Längenfeld erreichen kann. Ja, letztes Jahr haben wir einen Punkt dieser sogenannten Kraftplätze verwirklichen können. Das ist die Verbindung von der Brandalm nach Burgstein mit dem Highlight der Hängebrücke. Die Hängebrücke ist ja 85 Meter lang und vom Talboden hinauf sind es genau 220 Meter. Und die wird sehr, sehr gut angenommen. Wie gesagt, einerseits leicht und für jeden gut begehbar. Und es ist schon ein Highlight, denn im Schnitt gehen jetzt im Sommer über 200 Leute besuchen den Weg. Man hat von der Hängebrücke einen wunderschönen Blick ins Talbecken, auf ganz Längenfeld, Richtung Sölden, auf den Hauerkogel oder talauswärts bis zum Fundespfeiler. Ja, ich kann da von mir persönlich sprechen. Also wir haben ja echt ein bisschen einen anstrengenden Job, einen oft nervenaufreibenden Job. Und meine Erholung ist es, wenn ich einfach zum Tag einmal die 2 Stunden nütze und wie schon angesprochen, auf Brandtauchenwander über der Hängebrücke gehe, einfach mir in mich das einwirken lasse, die Natur, die Landschaft. Und das ist für mich wie fast ein Wochenurlaub.